Ja, hallo und herzlich willkommen zurück an Bord, an Deck von der Welt von Gunikon. Wir spielen weiter XCOM 2. Und hier haben wir ja in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge, haben wir eine Mission bestritten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie streng das hier schon zu und her geht. Was heißt hier streng? Wie anspruchsvoll. Natürlich für dich, du als Zuschauer, wenn du das Spiel alleine spielst, für dich ist es kein Problem. Alles ganz easy, das ist mir schon klar. Aber für den Gunikon, der ist halt immer ein bisschen schlechter als du selber. Und der hat da schon ein bisschen Mühe. Aber es macht unheimlichen Spaß wieder hier. Auch hier wieder unsere Zentrale. Ich weiß schon, dass wir hier einiges noch ausbauen können. Und oh, ich freue mich halt immer noch extrem, geht das Spiel weiter. Ich möchte mich hier an dieser Stelle auch noch für die nicht-synchrone Soundausgabe der letzten paar Folgen entschuldigen. Das kann ich euch nicht ganz genau erklären, wie das passiert ist. Ist effektiv der Game-Sound, also nichts von meiner Aufnahme oder so, ist effektiv im Spiel nicht synchron. Also daher, ja, bitte entschuldigt, aber es war nicht allzu schlimm, hoffe ich. Hier, kurze Übersicht, wie immer. Wir haben eine Untersuchung einer Advent-Offiziersleiche als Ziel. Schließt das Advent-Offizier-Autopsie-Schattenprojekt ab, jawohl. Erforsche die Widerstandskommunikation. Okay, also das mal... Daher die Ereignisliste. Wir haben die Technologie Hybridmaterialien in 3 Tagen. Vorratslieferung in 14 Tagen. In 14 Tagen schon. Dann müssen wir Vorräte haben wir 140. Okay, das ist also sozusagen unsere Geldeinheit hier Vorräte. Also unsere Einheit, um die diese wir Räume brauchen. Freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Alles klar. Offene Ingenieure benötigt, jawohl. Haben wir keine offenen Ingenieure? Oh. Doch, haben wir doch. Sieht gut aus. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Okay. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. 5 Tage, Commander, alles klar. Wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in Ihr Quartier durch. Vielen Dank. Also, hier kriegen wir also Vorräte denn beim Freiräumen, oder wie sieht das aus? Noch 5 Tage dauert das, okay. Was haben wir denn hier? Ist das irgendwelche Energiequellen, oder... Das wären dann wahrscheinlich Energiequellen. Oh, ich bin noch ein bisschen von der Stimme her und so. Also bitte entschuldigt, aber ich bin da noch ein bisschen... Boah, heute ist irgendwie... weiß ich nicht. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal ins Kommandoquartier. Und los geht's. Hallo, Commander. Ja, aber hallo, mein Freund. Wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Vielen Dank. Das werden wir wohl auch gebrauchen. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind.
Alles klar, Central. Also der Rat wurde sozusagen ausgehoben. Nur unser alter Mann da, den kennen wir ja schon aus Teil 1, der hält uns noch die Stange und hält wohl auch das XCOM-Projekt am Laufen. Über die Jahre natürlich, als wir da eingefroren oder eingetrichtert waren. Ja, man sieht schon, da geht einiges und wir müssen also den Aufstand in der ganzen Welt anführen. Ich bin ja gespannt, wie das aussehen soll. Oh, cool. Commander, das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, neues Ziel. Wir müssen also den Widerstand aufbauen und ein Netzwerk aufbauen. Erforsche die Widerstandskommunikation. Fliege zur Region der Geheimeinrichtung. Stell den Kontakt her. Boah, nichts einfacheres als das. Aber dafür bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Okay, Wartungshangar. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in New Mexico Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Zeit zum Untersuchen 5 Tage. Belohnung Vorräte. Okay. Ranger berechnet neuen Kurs. Also, und wir fliegen jetzt einfach da direkt mal hoch. Okay, also das ist das Vorratssymbol. Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Okay. Scannen, das heißt, das gibt gar keinen Einsatz oder was? Wir Belohnung Rekruten. Okay. Zeit zum Untersuchen 6 Tage. Belohnung Rekruten. Na, dann aber untersuchen. Wir haben das Gebiet noch nicht vollständig gescannt. Wirklich abbrechen? Was abbrechen? Nein. Annehmen. Avenger berechnet neuen Kurs. Was? Ich habe doch scannen gedrückt. Okay. Nein, ich bitte hier hoch. Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Wieso? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er da weggeflogen ist. Aber wir scannen hier mal. Jetzt muss ich hier. Wartungshangar, Vorräte. Okay. Der Widerstand hat hier interessante Aktivitäten entdeckt. Wenn die Avenger das Gebiet scannen, kann XCOM diese Meldungen nachgeben. Ja, das machen wir. 5 Tage dauert das also. Ach so. Das ist also dein neues Scan-Radar. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Okay, danke, Dr. Teigen. Also etwas Neues. Hybridmaterialien. Forschung abgeschlossen. Okay. Aufgrund unserer begrenzten Ressourcen zur Ausstattung unserer Soldaten mussten sie sich bislang mit jeglicher behelfsmäßiger Rüstung zufrieden geben. Die Zheng aus verschiedensten Schrottmaterialien zusammenstückeln konnte. Indem wir uns auf Methoden verlassen haben, die unter anderen Umständen antiquiert wirken würden, haben wir einen Weg zur Herstellung von mehrschichtigem Nanofasergewebe gefunden, das direkten Beschuss so gut standhält wie jegliche traditionelle Rüstung, dabei aber wesentlich leichter ist. Unsere Soldaten müssten trotzdem vorsichtig sein, selbst die Nanofaser hat ihre Grenzen. Am besten ist sie wohl für Soldaten geeignet, die mehr auf Beweglichkeit als auf maximale Feuerkraft setzen. Unsere Soldaten werden aber sicher jede Verbesserung gegenüber ihrer aktuellen Ausrüstung zu schätzen wissen. Art Titan. Na, vielen Dank! Wir haben also hier zur Fertigung freigeschaltet die Nanoschuppenweste. Neue Forschung verfügbar, Plattenrüstung. Okay. Diese Weste ist ein leichter Rüstungseinsatz, der aus Advent-Ausrüstung gefertigt wurde.
Sie kann mit allen XCOM-Rüstungen getragen werden, um die Gesundheit des Trägers zu erhöhen. Na, aber das nehmen wir natürlich an. Okay, was haben wir hier? Wir könnten weiter die Plattenrüstung, das können wir noch nicht weiter erforschen. Da fehlt uns Alien-Legierung. Und ich glaube, hier, die zeigen, das sind ja die Symbole, die uns anzeigen, dass wir hier mit der Story weitergehen würden. Was haben wir denn hier noch? Die Modularwaffen. Na, 3 Tage, Magnetgewehre. Die von den Advent-Truppen. Das würde wahrscheinlich schon Sinn machen, wenn wir die Advent-Magnetgewehre so schnell wie möglich erforschen würden. Und es sind nur 3 Tage. Leute, was wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Besten Dank. Ich muss zugeben, es ist spannend, unter den schwierigen Bedingungen auf der Avenger zu arbeiten. Jede Entscheidung, jede Entwicklung ist von größter Wichtigkeit. Es gibt keinen Raum für Fehler. Da sind Sie völlig richtig. Und hier ist es also so, hier haben wir Alien-Trümmer werden entfernt. Also das wird wahrscheinlich dann Vorräte geben, nehme ich an. Und ich glaube, je weiter runter wir hier gehen... Oh, was? Nicht abgeschirmte Energiequelle. Hier haben wir 2 Energiequellen. Ach so. Oh, hier haben wir auch wieder das Energiefenster. Wir haben hier 6 Energie... von 12, das wir zur Verfügung haben. Was sind die EC? 2 Verwundete. Okay, ja, das war jetzt... Okay, also ich glaube, wir graben uns... Ich denke mal, das wird wie im ersten Teil sein, dass wir hier, je weiter runter wir kommen, desto schwieriger wird. Das hat es ja auch gesagt. Von daher, ja. Alien-Maschinen gesperrt. Alien-Maschinen, okay. Energiequelle. Alien-Maschinen. Hier nur Trümmer. Also je weiter runter wir gehen, desto... schwieriger wird das wahrscheinlich. Okay, alles klar. Hier ins Quartier zurück. Für den Großteil unserer Soldaten sind die Quartiere an Bord der Avenger eine Verbesserung gegenüber den Bedingungen auf dem Boden. Ja, das glaube ich. Das glaube ich schon. Hier mal ins Personal. Und da müssen wir noch etwas ändern. Denn wir haben neu mit dabei. Hier den Sean Murray, den müssen wir... Hallo? Na komm. Was denn? Wieso kann ich den nicht... Kann ich den nicht öffnen oder anschauen oder so? Wissenschaftler, Ingenieur, also einen Ingenieur haben wir bereits dabei, okay. Das geht hier also nicht, okay. Na dann. Wo sind denn unsere Soldaten? Was ist das denn? Wir tun, was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Oh, es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Alles klar, gefallen ist aber noch niemand, oder? Oh doch. 2 gefallene Rekruten. Ach, das war in der ersten... Ach, das war im Tutorial. Ja, da konnten wir aber nichts machen. Da waren wir, ja, das war ganz einfach. Das war's. Commander? Konnten wir uns nicht wehren dagegen. Hallo? Gegenstände herstellen. Was können wir denn alles schon herstellen hier? Eine Rauchgranate? Eine Blendgranate? Wie geil ist das denn? Hurräte kosten 35. Die Blendgranate unterbricht und desorientiert Feinde in einem sehr großen Bereich und belegt sie mit hohen Offensivstrafen. Oh, cool. Das Medikit haben wir ja bereits eines. Die Rauchgranate bietet allen Einheiten innerhalb des Rauches einen Defensivvorteil. Verbündet und auch Feinden. Okay. Blendgranaten also... und Offensivstrafen. Okay, das wäre also schon echt erwägenswert. Hier die Blendgranate, die Rauchgranate 25, das also eher für die Defensive, also Unterstützung für Leute in Deckung. Und die Blendgranate würde die Gegner ziemlich eindämmen. Aber ich glaube, ich lasse das mal noch zu Beginn, denn ich habe einfach noch keine Ahnung. Die Truppen ihre Alienabschüsse auflisten. Könnte wertvoll für die Rekrutierung sein. Ja, alles klar. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir hier die Ressourcen einsetzen müssen. Hier also noch 2 Tage und da würde ich sagen, scannen wir mal weiter. Strategische Ressource gefunden. Okay, eine strategische Ressource. Wartungshangar. Die Hülle eines zerbombten Flugzeugwartungshangars ist alles, was in diesem Gebiet noch steht.
Nach einigen Ausgrabungsbemühungen konnten wir Materialien aus dem Gebäude bergen. 58 Vorräte. Wow. Okay. Aber hallo, da würde ich sagen, Avenger berechnet wir neuen uns Kurs. Mal weiter. Ich möchte hier die Waffen noch erstmal die Vorschau. Was könnten wir denn hier unten noch? Ganz kurz, wie kann ich denn hier? Kann ich mich nicht bewegen? Nein. Okay, was wäre denn hier unten noch? Oh. Was ist das denn? Oh. Jetzt bin ich raus. Das wollte ich nicht. Okay, wie kann ich denn hier? Was ist denn hier unten? Das kann ich. Also ich scanne hier mal. Alientrümmer weggeräumt. Okay. Alientrümmer weggeräumt. Ein neuer Raum ist für den Bau einer Einrichtung verfügbar. Jetzt verfügbar. Jin Sing. Geboren. Geborgene Beute. Vorräte 21. Okay, cool. Boah, und hier können wir also bauen. Wir haben wieder das Labor. Wissenschaftler können in Laboren eingesetzt werden, um Dr. Tigen zusätzlich zu unterstützen und die Dauer aller Forschungsprojekte zu verkürzen. Monatliche Betriebskosten 35. Uiuiui. Haben wir da keinen Bonus oder so drauf? Das würde 3 Strom benötigen. Die Werkstatt. Ingenieure können in Werkstätten eingesetzt werden, um einzigartige Gremlin-Drohnen zu bauen, die einen angrenzenden Raum oder eine angrenzende Einrichtung besetzt können. Was? Besetzen können? Okay. Energierülle. Das wäre wahrscheinlich Strom, nehme ich an. Fortschrittliches Kriegszentrum. Sobald das FKZ errichtet wurde, können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit außerhalb ihrer aktuellen Klasse erhalten. Außerdem kann ein Ingenieur im FKZ eingesetzt werden, um die Genesungszeit unserer Soldaten nach einer Verletzung zu reduzieren. Boah, das wäre sehr, sehr geil. Guerillaschule. Guerilla-Taktikschule schaltet zusätzliche Fähigkeiten und Vorteile für unsere Soldaten frei. Darunter auch die Erhöhung der Anzahl an Soldaten, wie wir bei einem einzelnen Einsatz mitnehmen können. Okay, da müsste die stehen wahrscheinlich. Okay, monatliche Betriebskosten 25. Aber das müssen wir schon dringendst haben. Das wäre auch sehr, sehr geil. Aber hier nur 14 Tage Bauzeit und wir können dann einfach einen Soldaten weiter mitnehmen. Deshalb, ich melde mich, wenn sie bereit ist. Ja, das müssen wir schon machen. Verkürzt die Bauzeit um 50%. Wow, aber hallo. Jetzt bin ich nicht sicher, soll ich hier die Bauzeit verkürzen oder soll ich hier etwas freiräumen weiter mit ihm? 7 Tage für die Bauzeit. Komm, das machen wir. Wir lassen den mal da drin stehen und wir scannen weiter. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Okay, also die Magnetwaffen. Wir haben unsere Truppen Schrott. Wir haben unsere Truppen Schrotthaufen durchwühlen und Leichen plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es immer auf alles. Dass sie immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung verbessern könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Einsatzzweck für sie finden. Aber ich denke, dieses modulare Waffensystem ist ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Entwürfen so weit gegangen, wie es mir überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einiger wichtiger Alien-Komponente hat die benötigte Stabilität gebracht, die wir erreichen wollten. Mit diesen Modifikationen sollten wir größere Verbesserungen anbringen können, um noch mehr Feuerkraft zu erreichen. Das wird den Truppen gefallen. L. Shank. Wow, yeah! Commander, durch die Erforschung der Advent-Modularwaffen konnten wir ihre Systeme für unsere eigenen Zwecke rekonstruieren. Im Einsatz gefundene Waffenverbesserungen können jetzt direkt auf die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktische Boni. Oh, cool. Und hier werden die Magnetwaffen 28 Tage alt. Eine tiefgreifende Analyse der Advent-Waffen wird unser Verständnis ihrer Magnetwaffensysteme zweifellos verbessern. Dies sollte die Herstellung von Magnetwaffen jeglicher Art ermöglichen und zu weiteren Erkenntnissen auf dem Gebiet der Gauss-Waffen führen. Okay.
Aber ich glaube hier erstmal Widerstandskommunikation. Wir wissen, dass es auf der ganzen Welt isolierte Widerstandszellen gibt, die nur darauf warten, dass sie jemand organisiert. Um den Widerstand zu vereinen und eine weltweite Bewegung zu schmieden, benötigen wir einen Kommunikationsweg, der sobald sowohl sicher als auch diskret ist. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Alles klar. Vielen Dank, Dr. Tigan. Hier werden wir also die Story ein wenig vorantreiben.